Entschuldigung, was hast du Kanone gesagt? Ja, hallo. Darf ich auch mal was sagen? Ich will doch auch. Ich wollte gerade ein Gespräch führen, aber ich sitze nur hier, meine Ohren bluten. Ich komme einfach nicht dazu. Die Leute hinter mir hätten schon alle Kotze im Gesicht von mir. Mann, das ist ein Scheißhaus. Das ist überhaupt nicht cool und fresh. Teenager pissen überall hin und machen alles kaputt und lassen alles liegen. Drogen, Kondome und Babys, die keiner haben will. Hahaha, die haben $10 ausgegeben. Alles kaputt gemacht. Limbic. Warum startest du schnell? Unreal Engine. Powered by Wise. Oh, Voxel Plugin. Oh. Zum Spielen drücken. Ist sonst keiner da zum Drücken. Oh, das war schön. Und wir gehen mal rein in das Schmuckstückchen. Ich drücke mal zum Spielen. Oh, die Musik. So, Kampagne starten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Impossify.com, pre-order now. Ja, schon gemacht. Kampagne starten. Sandbox ist es, glaube ich, ne? Ich gucke erst mal rein. Willkommen bei Park Beyond. Da du zum ersten Mal spielst, empfehlen wir dir, die Kampagne zu spielen. Okay, Kampagne starten. Ambitionierte Anfänge. Wusstest du, dass Träume wachsen, wenn man sie teilt? Gilt das auch für Albträume? Dies ist die Geschichte einer Familie voller Träumer. Und sie startet genau hier, heute Nacht. Bei dir zu Hause. Oh, das ist aber... Oh, oh, okay. Gut, das beruhigt mich ein bisschen. Ein fröhliches Spiel über Menschenopfer. Hui, so viele Tote. Uiuiui. Ui, ui. Ach, das ist Ingame. Alter. Uhr, da stelle ich mir gerne den Wecker. Ach, weg damit. Die alte Kacke. So, 3 Punkte. War ein 3-Punkte-Wurf, habt ihr gesehen, ne? Was? Ich geh mal kurz zum Schreibtisch, warte. Da habe ich meine Dokumente liegen, hier, ne? Da, ich zeig euch die mal, guck mal hier. Habe ich mir mal aufgemalt, was ich da machen wollte. Hier und das da wollte ich machen, das da. Das eine kannte ich aus Jurassic Park. Und die Kanone, damit kann man Menschen ins Weltall schießen. Man braucht keine Raketen mehr. Bumm. Da macht's bumm und weg sind sie. So. Und daraus kann man auch direkt noch einen Flieger machen. Und den, werfe ich jetzt mal hier hoch über den Dächern von Bangkok einmal nach draußen. Ich dachte, die wäre tot. Ja, die lacht. Die ärgert sich auch gar nicht. Ihr scheiß Jetpack ist kaputt, die ärgert sich nicht. Okay. Aha. Ziele.
momentan, ja, Closed Beta und quasi noch, wir sind vor der Closed Beta, deswegen, wir spielen auf Deutsch. Manchmal ist die Übersetzung noch nicht fertig, ja, wie es aussieht. Ist okay, damit können wir leben. Unsere jetzigen Ziele werden hier unten rechts gezeigt. Also hier, hallo, ich bin das jetzige Ziel, hallo. Das heißt, ich muss mich vielleicht ein bisschen aus meiner Ecke bewegen. Wir schauen aber gleich mal wohin. Ja, wir gucken erstmal. Weiterspielen. Suche das orange Schienen... warte kurz, ich schau mal, wohin ich mich bewege gleich. So, Selko, dankeschön. Also, such das orangene Schienensymbol beim linken Gebäude und baue eine Achterbahnschiene zum... Das orangene Schienensymbol von hier. Und dann zum Papierflieger. Fantastisch. Du hast soeben deine erste Achterbahnstrecke gebaut. Folge weiter dem Papierflieger, indem du weitere Streckenabschnitte hinzufügst. Eine Achterbahn zu bauen ist einfach. Okay. Bewege deinen Streckenabschnitt in der Richtung, in der er verlaufen soll und drücke linke Maustaste, um ihn zu platzieren. Über die rechte Maustaste kannst du den Gleisplatzierungsmodus verlassen, um bestimmte Segmente deiner Achterbahn anzupassen oder zu löschen. Mitten in der Fahrt. Drücke erneut linke Maustaste auf dem Schienensymbol, um mit der Platzierung fortzufahren. Okay. Keine Sorge, wenn du bei der Platzierung einen Fehler machst. Achso, keine Sorge, wenn du bei der Platzierung einen Fehler machst. Du kannst ein Segment auswählen und mit Entfernen löschen. Okay, also. Normales Gleis. Der Paperflieger ist hier. Aber, wie ist denn das? Muss ich jetzt direkt drauf gehen oder kann ich eventuell zwischendurch... Ich probiere mal was, ja? Ich weiß, wir spielen gerade nur den Anfang hier. Ding, 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 ding. So. In Park Beyond gibt es viele Tools, die dir helfen, die Achterbahn deiner Träume zu erbauen. Als eine der ersten Sachen lernst du, wie du eine Kurve baust. Baue eine Kurve, die dem Papierflieger folgt. Gut, das haben wir vielleicht schon eventuell gemacht. Dazu kannst du die Neigung der Strecke über RRRR und MMM anpassen. Du kannst die Strecke auch begradigen, indem du F drückst. Das ist praktisch, sobald du komplexere Achterbahnen baust. Okay. Papierflieger ist jetzt quasi wo? Da drüben. Okay. Ich teste das nur alles, ne? Ich versuche hier nur Sachen aus. Und mit Shift. Haha, tschüss. Okay, keine gute Idee, sagst du. Gut, dann machen wir weiter gerade. Oha, oha, oha. Oh, hey. Hast du nicht mal ein Jetpack? Gut gemacht. Ich würde sagen, es ist Zeit, sich vorzustellen. Hallo. Ich bin Blaze. Blaze Ultra. Blaze it. Ich weiß, klingt komisch. Ultra ist nicht mein Geburtsname. Das war Megatronic. Megatronic. Was? Dein Geburtsname war Megatronic. Ja, ich muss dann mal los. Tschüss. Sehr glaubwürdig. Ich glaube, die verarscht uns. Ja? Mein Geburtsname ist Master Chief. Ja, eigentlich Master Chief. Ja. Du kannst helfen, meine Träume zu bauen. Diese Option hat keinen Einfluss auf die Missionsziele. Niemals hießen deine Eltern Megatronic. Never ever. Ich muss mir kein Zeug ausdenken. Mein Leben ist verrückt genug. Ich wurde in einem Segelflieger zwischen Cincinnati und Bowling Green geboren. Der Bundesstaat Kentucky hat keine Namensgebungsgesetze. Man kann Kindern jeden Namen geben. Mom und Dad, Gott segne sie, haben gelost, indem sie alle Ideen in einen Hut geworfen haben. Fast hätten sie das Etikett gezogen und mich nur zur Handwäsche genannt. Ich mache ja viel wildes und irres Zeug.
Aber so etwas Abgefahrenes wie deine Achterbahnentwürfe habe ich noch nie gesehen. Und es gefällt mir. Weißt du, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr finde ich, wir sind uns nicht zufällig begegnet. Ich meine, Zufälle gibt es ständig. Aber die machen mehr Spaß, wenn man so tut, als würden sie was bedeuten. Ich sag dir was. Du bist jetzt Assistent. Phil Bailey wollte, dass ich die von Cloudstormer entwickelten Achterbahnmodule teste. Aber er hat nicht gesagt, wie ich es machen soll. Du hast von Cloudstormer gehört, oder? Super Firma. In letzter Zeit läuft es nicht so gut. Aber jemand mit deiner Vision muss Hammer-Ideen haben, wie man das Beste aus Phils Entwürfen rausholt. Habe ich recht? Guck nicht so, als hättest du eine Wahl. Du weißt, dass es passiert. Schauen wir mal, was du mit einem ordentlichen Achterbahnsatz hinkriegst. Darf ich auch mal was sagen? Ich will doch auch... Ich wollte gerade ein Gespräch führen, aber ich sitze nur hier, meine Ohren bluten. Ich komme einfach nicht dazu. So, ach hallo, schön dich kennenzulernen. Mein Name ist Jopans Firlefanz, ja, und mein Name kommt aus einer Lostrommel, die ich mal irgendwo gefunden habe. Ich wurde übrigens gezeugt im Autoscooter in Gifhorn, während der Love Parade. Und außerdem, wow, ich mache schon echt viel verrücktes Zeug, aber da muss ich nochmal kurz erzählen, wie ich damals einen Zoomkist mit der linken Hacke über den Rücken in den Mülleimer befördert habe. Junge, Junge. Oh, was für ein Date. So, okay, gut. Los geht's! Oh, ich dachte, es geht ja weiter. So, jedenfalls, ja? Cool Story, bra. So, let's go. Hier, und dann begradigen. Nee, wie weit begradigen nochmal? So, das sieht sehr gerade aus. Oha, F. Warte. Nachdem wir nun über Kurven gesprochen haben, sehen wir uns an, wie du die Höhe deiner Achterbahn anpassen kannst. Ja, das habe ich probiert, das war jetzt nicht so. Schließlich wäre es ohne Auf und Ab keine richtige Achterbahn. Bau eine Schiene bis zum Papierflieger auf dem Gebäude. Yes, ja? Die Höhe einer Strecke zu ändern ist einfach. Mit Shift-Taste links kannst du die gewünschte Höhe festlegen. Ohne ausreichend Schwung werden es die Wagen nicht nach oben schaffen. Du kannst Wagen über Schienen mit Kettenlift... Das hat uns gefehlt. Kettenlift. Okay, okay, okay. Ah. Oder? Ach Mist, die Kette war noch drin. Komm ich da zurück? Verbindung löschen? Wir hätten die Kette noch drin. Wir brauchen hier normales Gleis. Ja. Okay, warte. Der Anfred, dankeschön! Und dann aber auch direkt eine Drehung dabei. Tot. Ah. Hä? So. Und dann... Oha, 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 oha. Okay, niemand sagt mir, wie ich da hoch muss, ne? Geht das? Ich brauche Kettenlift. Das finde ich ganz gut. Und jetzt normales Gleis weiter. Und jetzt einfach da runter. Das sieht chillig aus, oder? Das sieht, also das ist gerade noch, das ist noch okay, denke ich. Ich muss mal gucken, wie tief ist das denn? Höhe 0 Meter, okay. Dann müssen wir hier so.
Während du deine Achterbahn baust, fährt der Testzug als Vorschau auf der Strecke. Um dein nächstes Ziel zu erreichen, muss der Testzug den Papierflieger erreichen. Dies zeigt das Symbol Hui über den Papierflieger an. Über das Testzugfenster rechts kannst du die Geschwindigkeit regeln, mit der der Testzug fährt. Ach so, ich kann aber nicht die Geschwindigkeit der Strecke. Schade. Okay, auf diese Weise kannst du den Testzug schnell an die Stelle bewegen, an der du ihn benötigst, oder einen bestimmten Streckenabschnitt deiner Achterbahn testen. Okay. Wenn der Testzug gecrashed ist oder zu viel Schwung verloren hat, kannst du den Testzug zurücksetzen, indem du den Zurücksetzen-Button oben im Testzug... hier. Okay, du solltest dir eigentlich vergewissern, ob der Testzug noch auf Kurs ist. Das mache ich gerne. Da ist er. Hui! Yeah! Lalala, Strafelanze, dankeschön! Vielen Dank! Verliert ein bisschen an Geschwindigkeit. Ich brauche ein paar Boostergleise mit Redstone. Mem, mem. Ist eher so eine Rundfahrt. Das ist eine Strecke für Kinder. Ja, ist ja gerade unsere Teststrecke quasi ein bisschen... Hier mit 30 km/h. Guck mal, da fahren wir ganz gemütlich durch die Stadt. Hier mit 18 geht's hoch. Das geht alles noch. Ich finde das halt super entspannt. Tot. Hallo? 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 Bin ich jetzt im Himmel? Das Problem, ja, als Parkbetreiber, das Problem an sterbenden Menschen ist, die kommen halt kein zweites Mal. Wir müssen also darauf achten, dass Menschen möglichst wenig sterben, ja? Alles andere können wir mit denen machen, nur sterben, das ist ein No-Go. Aber können wir jetzt weiterbauen irgendwo? Hier? Ist der Flieger jetzt hier irgendwo? Da, ach, der Flieger ist ja schon wieder da, okay. Dann würde ich gerne direkt mal hier runter vom Haus segeln. Was? Der Flieger ist da unten. Okay, wir müssen... Die Kurve ist zu steil. Wir müssen aber wieder zum Flieger kommen, ne? Aber wir brauchen einen Kettenlift auch. Pass auf jetzt. Soll ich einen Korkenzieher rund? Oh, was ist denn? Ich probiere nochmal ein bisschen was aus, ja? Das Problem ist aber... Ich kann leider nicht so bauen, glaube ich, weil wir uns hier überschneiden mit den Dingern. Der ist das, so warte. Achso, warte. Es muss ja halt auch runtergehen, ne? Und dann so. Ich hoffe, ich komme aus dem Papierflieger. Ich kriege das nicht so schön hin, wie ich es gerne hätte. Ach, hier kann ich jetzt auch durchbauen. Da war irgendwas anderes im Weg. Okay. Da ist eine Hausecke, da müssen wir aufpassen. Ach, der Flieger ist schon weg? Also. Aha. Lass den Testzug das Dach des Kranhauses erreichen. Ja, sicher. Wir gucken mal. Oha!
habe Module, die aussehen wie abgelehnte Prototypen irgendeiner Stuntshow. Ja? Es sind nur eine Zirkuskanone und eine Motorradrampe. Weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Entschuldigung, was hast du Kanone gesagt? Ja, hallo. Grandiose Idee. Wer will nicht aus einer Kanone gefeuert werden, oder? Wobei da für mich nie genug Schießpulver im Spiel ist. Ich will, dass mir so richtig die Haare ansengen. Ich kann dich auch mal mit dem Kopf in den Grill stecken. Sie will, dass die dass ihre Haare ansengen, ja? Eine Kanone. Ich bin ehrlich. Die sehe ich bei uns. Neben der Platzierung herkömmlicher Schienen kannst du auch diverse Module verwenden, um richtig irre Achterbahn zu bauen. Schieß deinen Wagenzug mit dem neu freigeschalteten Kanonenmodul über die Lücke. Über diese hier nur? Du kannst links auf das Modulmenü zugreifen. Bislang hast du nur das Kanonenmodul freigeschaltet, aber es werden auch viele Module dazukommen. Die Kanone schießt den Zug auf weite Entfernung mit Höchstgeschwindigkeit ab. Hier Kanonenmodul. Alter. Okay, ich kann nicht weiter runtergehen. Ich würde sagen, hier auf den Heliplatz, ne? Und dann geht's da runter zum Ziel. Okay, ich muss nochmal. Wie kann ich resetten? Da vorne kommt ein weiterer größer Häuserblock. Sehr kreativ, bau die Achterbahn weiter. Gleich. Ich mach Reset und dann die Kamera. So fangen wir an. Ja, ein kleiner Kräusel. Ja, yippie. Hui. Meine Augen sind schon trocken und flabbern so ein bisschen am unten so. So geht eine Achterbahn. Und vorne drin muss jemand sitzen, der mal wieder ohnmächtig wird. Oha. Alter, wenn ich das da drüben sehen würde, ich würde jetzt schon kündigen. Aber das ist voll geil auf die Dächer und so. Das ist so schön einfach. Aua. Boah, in der Stadt eine Achterbahn bauen ist halt schon nice. Kann ich mich umgucken? Nee, ne? Third Person? Nee, ich mache so. Oh. Ist das Ding gerade rot geworden? Nee, ne? Alter, ich würde mir hier so in die Hose kacken. Ich würde mir so in die Hose scheißen. Ich würde hier aussteigen und zu Fuß zurückgehen. War kurz rot? Naja, das für die Action. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Bläh, 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 bläh. Oh Gott. Oh Gott, der Wagen wird rot. Aua, die Kurven. Aua. Und wenn du denkst, du hast es hinter dir. Nein! Oh Gott. Autsch. Okay, gut, hier ist natürlich dann Sitz ändern. Das ist auch schön. Sitz 2, Sitz 3. Die landen noch sanft im Fluss. Da kann sich keiner beschweren. Eine kleine Erfrischung am Ende. Haben wir jetzt ein Ziel irgendwo? Hier waren immer so Pfeile, aber ich sehe die gerade nicht. Das hier sieht interessant aus. Das hier auch. Da ist das Ziel. Okay. Wir haben einen fetten Donut. Ich versuch mal durch die Sachen hier durchzugehen, ja? Kanone kann ich nicht drehen. Ich hab Angst. Warte. Ist das... Ah, okay, so rum. Okay, ich würde lieber durch den Donut. Also wir können natürlich nach oben rüber, aber ich würde gerne durch den Donut. Nein, meine Strecke!
wird, glaube ich, schwierig, weil man muss ja auf die andere Seite von der Kanone, ne? Man landet nicht einfach wieder auf Gleisen. Die Empfängerstation der Kanone muss ja hinpassen. So wird's halt gehen. Also durch geht nicht. Oh, das war aber ein schönes Ende. Lass uns einfach hier durchgehen, ohne Kanone. Erstmal, ich weiß, es ist enttäuschend, aber wir kriegen nur eine Kanone. Andere Gebäude abreißen geht leider nicht. Die Stadt gehört ja nicht uns. Wir machen Folgendes. Ich probiere mal was, ja? Mal gucken, ob es klappt. Warum geht das hier nicht? Kanone zu weit weg? Jetzt. Okay. Ich wollte eigentlich ursprünglich, genau, das wollte ich nämlich probieren. Steht auch gerade im Chat. Ich wollte ursprünglich eigentlich was anderes machen. Löschen. Und dann hier geht das. Warte, warte. Wir testen hier gerade auch aus, ne? Man braucht nicht immer einen Kettenlift, Leute. Man braucht nicht immer einen Kettenlift. So. Ach du Scheiße. Ich überlege, ob ich dann hier vielleicht in Richtung da gehe. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube, die Kanone ist da gerade... okay, die Kanone sieht scheiße aus. Warte, warte. Call of Duty? Wir spielen ja keine Kinderspiele. Tut mir leid. Wir spielen hier Hardcore-Erwachsenenspiele. Wir ballern hier mit ganz anderen Kanonen, wie du siehst. Ja, also Call of Duty, tut mir leid. Das ist, dafür gebe ich mein Taschengeld nicht aus. So, das hier müsste exakt die Höhe sein, ne? Eigentlich. Das muss doch funktionieren. Ach so, shit. Es ist exakt die Höhe, aber der schießt halt drüber. Ich kann leider nicht näher ran. Also ich könnte jetzt noch Gleise bauen, die uns näher ranführen. Vielleicht eine bessere Idee, ne? Weil ich komme nicht vor das Gebäude hier. Ich komme nicht vor dieses kleine rote Gebäude. Ich weiß nicht warum, da lässt er mich nicht bauen. Ich glaube, ich muss erstmal Gleise setzen. So, warte. Jetzt kann ich hier wieder. Und jetzt könnte ich theoretisch sagen Kanone, glaube ich. Ich glaube so wahrscheinlich eher, ne? Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Müsste funktioniert haben. Wir werden das gleich sehen. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Da sind wir ja schon. Ich meine, jetzt haben wir es doch fast geschafft, oder? Fast geschafft. Lass den Testzug das Dach dieses Gebäudes erreichen. Wenn er es nicht schafft, sieh dir deine Strecke an und überlege, ob du irgendwo einen Kettenlift einbauen musst. Wir gucken mal kurz. Ja, die Arme aus dem Wagen halten. Ja. Ja, ist alles okay. Eigentlich
eigentlich voll eine schöne Idee, durch so eine Stadt so eine Achterbahn zu bauen, wo man so ein bisschen die Stadt sehen kann. Ne, und hier denkst du noch so, alles in Ordnung? So. Gemütlich, ne? Finde ich auch. Kaffee. Und spätestens hier würde ich sterben. Ich würde ja 30 innere Tode sterben. Ja, hier wäre für mich alles vorbei. Hier wäre alles vorbei. Die Leute hinter mir hätten schon alle Kotze im Gesicht von mir. So, nochmal. Hui! Yeah, geil. Das geht gut. Und nochmal rein da. Yeah! Oh Gott. Und nochmal rein da. Yeah, oh Gott. Oh Gott. Was ist das hier? Da sind die Punkte aus dem Baumodus noch drin. Die sollten unsichtbar sein. Da waren Transparenzdingens drauf. Und... Yeah! Ja! Ja, es hat sogar geklappt! Nur leichter Funk... Oh Gott! Ich bin zufrieden. Alles in allem bin ich zufrieden. Für das Tutorial ist das, glaube ich, ganz gut. Ich setze mich auch mal an den Sitz. Ja, okay. Cool. Gut. Bin... Habe ich was kaputt gemacht? Hallo, da bin ich wieder. Entschuldigung. Ich habe vielleicht aus Versehen irgendwas war, ich weiß nicht. Sven Gehr, dankeschön. Wie lange ist Sven Gehr? Ups, ja. Das passiert mir nur manchmal aus Versehen. Weißt du was, wenn wir so viele Kanonen haben, wir schießen uns einfach hier hoch. Ach, geht nicht. Doch, geht. Hä, geht doch. Ach so, der Zug muss erstmal da durchfahren. Ah, okay. Ich dachte gerade, die Kanone wäre keine richtige Option, aber wir müssen warten. Zum Boss, dankeschön. Ich mache mal vierfache Geschwindigkeit. Das ist eine gute Idee bei unserer Strecke. Der Papierflieger bewegt sich nicht zum nächsten Zielort, weil der Testzug zuerst den Papierflieger erreichen muss. Ja, aber da kommt er gerade. Ich habe ihn gerade gehört, warte. Genial! Nur noch ein Schritt, um den Park auf der anderen Seite des Sees zu erreichen. Sieht aus, als würde Blaze unten beim Papierflieger auf dich warten. Ich mach mal wieder normale Schienen runter, ja? Guck mal, hier ist so schön. Zum Abschluss ein bisschen Ruhe reinbringen. Jetzt aber. Oh, Mausfall. Na, du schlägst dich super. Aber vielleicht ist es Zeit, unsere Träume noch höher steigen zu lassen, als es jeder geistig gesunde Mensch tun würde. Noch höher. Wow, Wasserelement. Da du auf dem besten Wege zum nächsten Freizeitpark-Visionär bist, sag mir eins. Wie willst du die Hürden auf diesem Weg überwinden? Baue einen Tunnel durch die Hindernisse, die im Weg sind. Schieß die Wagen über alle Hindernisse, die im Weg sind. Es gibt immer einen Weg, um ein Hindernis zu umgehen. Rolle wie eine Welle im Ozean über jedes Hindernis hinweg. Also, das macht die Kanone hier, ne? Kanonenmodul haben wir. Da wir die Kanone schon haben, würde ich ein anderes Modul freischalten. Du bist dran, such dir einen Weg, der dir gefällt. Das Off-Rail-Modul wird freigeschaltet. Tunnelbau. Off-Rail hört sich gut an, ne? Off-Rail? Ich glaube, Off-Rail gefällt mir gut. Ich möchte, glaube ich, Off-Rail. Nun, das war eher eine rhetorische Frage. Nicht, dass ich da je den Dreh rausgehabt hätte. Ich meine, wenn jemand einen was fragt, sollte man antworten, richtig? True. Richtig. Aber True. Klar. Ja. Schauen wir, ob wir aus deiner Vision Realität machen können. Los geht's. So. Demnächst. Off-Rail erlaubt dir, verrückte Rollercoaster zu bauen, die über den Grund und über Wasser führen. Du kannst deine eigenen Rollercoaster-Achterbahnen bauen, über den See, indem du die Off-Rail-Tracks benutzt. Die sind jetzt im Modulpanel erhältlich.
Off-Trail-Strecken schnappen, snappen aneinander. Also die haben Magnetfunktion quasi. Ihr wisst schon, ne? Wenn man die platziert. Du kannst so viele in eine Reihe ballern, wie du willst. Und wenn du fertig bist, musst du die Streckenführung nur anheben oder das Off-Rail deselektieren. Ja, nun. Und du kannst Off-Rail an Land und an Wasser benutzen. Der Zug wird einfach auf den Reiten, also auf den Fahren ohne Streckenführung. Ich mache erstmal Kettenlift wieder. Und dann geht's Off-Rail da drüber. So, den Weg bauen wir nicht zu und dann machen wir hier, wo war das hier? Off-Rail. In den Berg, einfach gegen den Berg. Einfach Off-Rail gegen den Berg. Unter Wasser geht nicht, oder? Nee, schade. Oh, ist ja so geil, wenn man so unter Wasser, weißt du, denn so. Vielleicht geht's doch, aber vielleicht nicht bei diesem kleinen See hier. Ich weiß es nicht, weil da stand -2 Meter. Oh! Okay, komm, ich connecte mal. Jetzt muss der Zug hier erstmal ankommen, ne? Was? Dich anzuschneiden was? Und dich ordentlich durchschütteln zu lassen. Bitte was? Das ist großartig. Erst war es ein genialer Notausgang. Jetzt hast du einen ganzen Wohnblock in ein Fahrgeschäft verwandelt. Ne, Selbstmordfalle. Ich wollte Phil holen, damit er das sieht. Phil, hast du gesehen? Ich kann Achterbahnen aus 20 Kilometer Entfernung riechen. Und bin einfach gleich mitgekommen. Gütiger Gnom! Wie in aller Welt habt ihr eine Lizenz dafür bekommen? TÜV bestochen. Haben wir nicht. Wunderbar. Vergebung erhält man schließlich viel leichter als Erlaubnis. Dann los. Das ist das Motto auf deutscher Autobahn. Okay, ach, jetzt müssen wir eh nochmal fahren. Okay, geil. Ich gehe mal die Sitze gerade durch. Ach so, okay. Da hinten bleibt die Startgeschwindigkeit stehen. Wir ignorieren das mal kurz. Wow. Ich kann nicht glauben, wie er fährt. Oh, was ist das denn? Oh, so eine schöne, entspannte Strecke. Ich weiß noch, wie wir am Anfang ganz verhalten gebaut haben und nicht lebensmüde. Ist das nicht schön? Durch den Funkmast durch. Oh, schön. Also hier ist noch richtig idyllisch. Ja. Oh, der Marv ist da. Hallo Marv. Liebe Grüße. Kannst du den Anfang neu machen? Nein. Wir fangen lieber eine richtige Strecke an, das ist gerade Tutorial. Natürlich können wir den neu machen, ne? Aber ich mache ihn gerade mal nicht neu. So. Boah, wenn das ein VR wäre, ne? Ich würde so brechen einfach. Ja. Ist eine gute Strecke zum Abnehmen. Hui. Yippie. Und gleich geht's zu den unsichtbaren Würfeln. Ja, durch die Würfel. Ja, die guten Würfel. Das sind Brühwürfel. Hui. So, einmal hier durch. Fantasterino. Und dann bam, 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 bam. Uff. So. Ja, schön. Ja. Die großen Pfeile auf dem See sind auch schön. Okay, und dann? Menschenskinder, diese neuen Module, die du hier hast. Ja, ja. Darauf wäre ich nie gekommen. Ja, sicher. Mir eine
Idee. Ja, weißt was denn? Du, ich wollte mir schon seit einiger Zeit einen Protégé suchen. Hm. Ursprünglich über einen Wettbewerb, aber Izzy hat dagegen Einspruch erhoben. Oh, Izzy! Möchtest du dich an einem richtigen Park probieren? Dir winkt kein großartiges Gehalt. Cloudstormers Finanzen sind momentan leider etwas prekär. Aber du wirst sehr viel lernen. Vielleicht sogar etwas Nützliches. Also, was sagst du? Ich nehme dein Schweigen als Ja. Bitte was? Komm schon. Bitte was? Die Parkuhr tickt. Ich komme auch mit. Bitte was? Du hast mich nur für heute eingestellt, aber jetzt will ich mehr sehen. Da war doch gerade erst was auf Twitter. Nun, ganz schwierig. Maximale Bewertung erreicht. Oh, geil. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal zurück zum Menü. Ich guck mal. Wir müssen mal schauen, was wir jetzt machen können. Willkommen bei Cloudstormer. Das machen wir jetzt. Deine einfallsreichen, selbstgebastelten Achterbahnen haben Aufmerksamkeit erregt und nun wurdest du in der Visionärsabteilung von Cloudstormer Entertainment eingestellt. Was für eine Gelegenheit. Phil musste dich noch CEO Izzy Dillard vorstellen, aber er hat erwähnt, dass sie im pazifischen Nordwesten ein Problem hat. Dort befindet sich in einem sehr gruseligen Wald ein Freizeitpark, der eigentlich gar nicht gruselig sein soll. Und obendrein sind die Profite im Freifall, und zwar nicht von der spaßigen Sorte wie bei einem Drop Tower. Na, wir gucken mal. Karte starten. Träumer. Kreativität, der Park funktioniert einfach so. Wir brauchen eine gute Balance von Kreativen und Management-Gameplay. Nicht sehr viel Micromanagement. Leichter Schwerpunkt auf Management-Gameplay. Hier schon mehr Micromanagement und hier sehr viel Management. Zum Reinführen würde ich das hier, glaube ich, erstmal sagen. Wobei, das Micromanagement hätte ich auch Bock drauf, aber ich fange erstmal an zu gucken, wie alles funktioniert. Ne? Wir fangen mal normal an. Duisburg. Ich glaube, es ist Duisburg. Ah, oh. Da sind wir. Ich weiß, der Wald sieht aus der Ferne etwas unheimlich aus. Aber bei näherer Betrachtung lässt er einem nur das Herz in die Buchse rutschen. Hm. Oh. Nun, als Standort für einen vergnüglichen Freizeitpark für Familien ist es nicht unbedingt die beste Wahl. Oder, Phil? Oh, hallo. Du bist unser Neuzugang, was? Ich bin Isabel Dillard, CEO von Cloudstormer. Deswegen. Obwohl es mir manchmal mehr wie ein Kindergarten vorkommt. Oh, wo bleiben denn meine Manieren? Und was hast du an diesem Park auszusetzen, Izzy? Ich habe schon weit schlimmere Fehler gemacht. Keine Sorge, die werden wir auch besuchen. Nun ja, aber von den gruseligen Bäumen mal abgesehen, ist das hier sehr viel größer als das Testgelände und deine Notausgangsachterbahn, oder? Nun, es steht eine Menge auf dem Spiel. Ach, Izzy, du ewige Pfennigfuchserin. Ich bin gespannt, welch Wunder unser Neuzugang auf dieser riesigen Spielwiese wirken wird. Und keine Sorge, du musst das nicht alles völlig allein bewältigen. Ich werde dir stets zur Seite stehen und all deine Fragen beantworten. So wie Chat. Und auf der anderen Seite stehe ich und behalte das Budget im Auge. So wie Chat. Das macht sie bei Geschäftsessen übrigens genauso. Komm ja nicht auf die anmaßende Idee, dir eine Nachspeise gönnen zu wollen. So wie Chat. Ja, sagen wir mal so. Wenn unser Grünschnabel hier den Park versemmelt, dann bekommen wir alle unser Fett ab. Oh, wunderbar. Ich liebe Frittiertes. Ich esse super gerne was Frittiertes. Bringe den alten Park auf Vordermann. Dieser Park hat eindeutig schon bessere Zeiten gesehen. In seinem derzeitigen Zustand müssen wir uns überhaupt mehr um ein paar Probleme kümmern, ehe wir überhaupt Besucher anlocken können. Ich habe gleich die erste Idee. Wir holzen die alten Redwood-Bäume da drüben ab und verkaufen das Holz. Holzpreise sind gerade sehr hochpreisig. Das heißt, wir können gut Kohle machen. Und ich würde die Vögel abschießen und an Mc's verkaufen, so als McNuggets.
weil das waren viel zu viele Krähen. Die können wir ein bisschen eindämmen zu ihrer eigenen Gesundheit. Ihr wisst, wie das ist, ja? Das sind aber zu viele. Und wie das so ist, wenn das zu viele Vögel werden, dann brechen da Krankheiten aus und so. Ihr wisst, wie das ist. Wir machen es für die Natur, würde ich da, sage ich mal, 70% der Vögel würde ich quasi in McDonald's verwandeln. Für den Welthunger. Für den Welthunger. Also gegen den Welthunger. Viele von den alten Wegen sind nicht mehr begehbar, also gelangen Besucher nicht zu unseren Attraktionen und Shops, weil die zu doof sind, über Rasen zu gehen. Sie müssen als erstes vom Parkeingang aus zugänglich gemacht werden. Okay, was? Wege. Über Wege können Besucher vom Parkeingang aus zu all deinen Bauten gelangen. Als erstes musst du einen Weg aus dem Wegplatzierungsmenü auswählen. Normale Wege verbinden all deine Bauten miteinander. Warteschlangenwege werden an den Eingängen zu Attraktionen verwendet. Dort stellen sich deine Besucher an. Die Platzierungseinstellungen bieten dir, mein lieber Freund, mehr Kontrolle über deine Wege. Probiere die verschiedenen Optionen aus, um zu sehen, was am besten funktioniert. Um einen Weg zu löschen, musst du im Wegerstellungsmodus auf einen Weg zeigen und entfernen drücken. Was passiert eigentlich, wenn wir einfach so einen Bereich machen, der nur Weg ist, nur aus Weg besteht? Gehen die dann da überall lang? Ich brauche erstmal einen Überblick. Hier ist der Eingang, ja? Nee, das ist kein Eingang. Hier ist noch Fläche. Hier ist der Eingang. Ich bin doof. Hier ist der Eingang. Okay. Gut, gut. Okay, da ist der Eingang, Leute. Stützen, Gitterbreite, Gitterhöhe. Okay. Ich mach mal hier. Weiter geht's nicht. Okay, ja, mal hier. Boah, geiler Subsound. Glaub ich mir. Das geht da weiter. Dann würde das hier theoretisch. Das Fahrgeschäft Crashlander. Beim Parkeingang ist immer noch geschlossen und muss eröffnet werden, damit ein Besucher es hier benutzen kann. Wir gucken uns da gleich mal. Status. Für Attraktionen können drei verschiedene Stati festgelegt werden. Geschlossen, Demonstration und geöffnet. Geschlossene Attraktionen verursachen keine Instandhaltungskosten, können aber auch von Besuchern nicht benutzt werden. Die sollen froh sein, dass sie sehen dürfen. Wann sonst siehst du im Leben denn mal sowas? Also weiß ich, was Besucher alles wollen, ganz ehrlich. Der Demonstrationsmodus dient zur Vorführung einer Attraktion, bei der diese aktiv ist, aber alle Eigenschaften unverändert bleiben. Wenn eine Attraktion geöffnet ist, können Besucher Spaß an ihr haben und sie verdient Bargeld und Begeisterung. Offene Fahrgeschäfte verursachen aber auch monatliche Instandhaltungskosten. Okay, 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 okay. Das hier aber nicht. Demonstration nicht. Okay, dann. Ich verbinde erstmal die Wege so ein bisschen. Was ist denn das hier? Burgershop 1. Oh, ich will die Namen ändern können. Einrichtung, Szenerie. Okay, okay, okay. Gewählte Attraktion, Burgershop 1. Besucher, Service, Finanzstatistik, Anpassung. Oh. Stiftknopf, wo seht ihr den? Da war ein Stift. Bin ich blind? Danke, Chat. Vielen Dank. Bei Anpassung, ich würde wahnsinnig gerne den Namen ändern. Also wenn ich mir was wünschen dürfe, ich liebe es bei diesen Simu-Spielen, bei diesen Aufbauspielen, wenn man Mitarbeiter und Gebäude selber benennen kann. Das wäre fantastisch. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann das. So. Vielleicht kommt es ja noch. Wir spielen ja gerade die... Well, Hauptfarben. Ich glaube, die Farben bringen noch nichts, oder? Ich glaube, die Farben bringen noch nichts. Nee, Doppelklick geht auch nicht. Nee, nee.
Holz, warte mal, da waren wir immer Holz ziehen. Was war schlichte Holz? Was? Schlichte Holztür? Oh Gott. Oh. Oh, okay. Holzgerüst. Oh Gott. Holzdielen. Also es geht wahrscheinlich auch einfacher, wenn ich jetzt hier irgendwo Pipette oder irgendwas nehme. Was haben wir denn hier? Von Objektgruppe entfernen, verlagern, klonen, ersetzen. Boah, wenn man hier ins Detail geht, ne? Wenn man hier ins Detail geht, ist alles vorbei. Ach du Scheiße. Und ja, man kann einzelne Elemente färben. Also ich tue es ja gerade. Lalü, lala, Burger. Es ist nicht so schön, ja, aber Cyberpunk. Cyberpunk. Und hier die Treppen? Natürlich. Current Color. Eigene Farbe. Oh, Gottes Willen. Oh Gott. Ich hab Angst. Ich habe Angst. Das ist nicht gruselig. Das ist nicht gruselig. Das sind peppige Farben, ja? Die sind pfiffig. Da kommen bestimmt viele junge Besucher, die uns groovy finden. Cool and fresh? Mann, das ist ein Scheißhaus. Das ist überhaupt nicht cool and fresh. Das ist... Was? Es möppert einfach. Okay, wir haben direkt am Anfang haben wir ein Klo. Also wenn ich ein Park designen würde, dann würde ich das Klo so platzieren, dass auf dem Weg zum Klo erstmal 1000 Touristenfallen sind. Ja, nicht so convenient am Eingang. Warum ist alles übersättigt? Du kannst das ja selber bestimmen. Du kannst ja zum Beispiel hier sagen, hier bei der Farbe zum Beispiel. Du kannst ja sagen, so. Du kannst die Sättigung auch rausdrehen, wenn du möchtest, ne? Das alles dir überlassen. Kannst auch dunkler machen. Bisschen pastellig vielleicht. Oh, das sieht aus wie Hubba Bubba. Lecker. So. Okay, was ist unsere Aufgabe? Öffne den Crashlander. Okay. Lass mal machen. Der Crashlander. Vorübergehend geschlossen. Ticketpreis 3 Dollar. Liebe Gäste, momentan wird alles teurer, die Strompreise, die Holzpreise, falls ihr euch erinnert, ja, die Preispreise, die ersten Preise, die zweiten Preise, da wird einfach alles teurer. Deswegen wollen wir auch mit gutem Beispiel vorangehen und geben diese Preise an unsere Kunden weiter, ja, denn sie haben jeden Preis der Welt verdient. Ich finde das sehr okay. So, hier ist gerade verlassen, Current Usage ist gerade verlassen, aber ist auch nicht geöffnet, ja, so. Bringe den alten Park auf Vordermann. Jetzt, da die alten Shops und Attraktionen wieder für Besucher zugänglich sind, können wir neue bauen. Was? Die folgenden Schritte sind erforderlich, um eine Attraktion zu öffnen. Bei jeder Attraktion müssen der Eingang sowie der Ausgang jeweils mit einem Weg verbunden sein. Bei Eingängen muss es sich um eine Warteschlange und bei Ausgängen um normale Wege handeln. Für Achterbahnen muss ein erfolgreicher Sicherheitstest durchgeführt werden, bevor sie eröffnet werden können. Dies kannst du im Achterbahnmenü Editor tun. Im Detailfenster der Attraktion kannst du sehen, welche Schritte noch notwendig sind, damit du die Attraktion eröffnen kannst. Also Sicherheitstest, reicht es nicht? Reicht es denn nicht, wenn die Kunden einfach wieder ankommen am anderen Ende? Bestenfalls komplett? Anpassung, Hauptfarben, helle Farbe. Ach du Scheiße, nett. Okay, Szenerie, was? Musik, Alien-Chronik. Achso, kann ich die abspielen? Abenteuer voraus, Stützen. Uniform, Szenerie, Plattform. Okay, das mit den Farben...
So, FBFF00. Meine Lieblingsfarbe. Ja, komm. Das muss auch nachts leuchten. Dann sehen die das. Okay, aktueller Monat. Bau sollte rentabel sein. Pipapo, Wartezeit ist null. Also wenn ihr fahren wollt, Rentabilität gar nicht. Begeisterung, Spaßwertung, 2 Sterne. Wenn ihr mal vorbeikommen wollt, Leute, ich habe keine Schlangen hier bei meinem Dingens. Das hier ist eine Eingangsschlange. Wow, wie nah kann man denn ranzoomen? Wie das Böse bei Armee der Finsternis. Klaatu, Verata. Wir bauen und eröffnen ein neues Fahrgeschäft. Und zwar einen krassen Kraken. Piratenschiff. Oder ein strahlendes Pendel. Was? Ich muss das hier in die Mitte machen, glaube ich, ne? Kann man da einfach so rein? Weil es ist... Wir haben lauter Ein- und Ausgänge überall, ne? Da sieht aus wie ein guter Ausgang. Den Ausgang zum Klo? Also wenn die hier reingehen, ne? Wir machen hier den Eingang. Wir bräuchten hier Pommesbuden überall. Und wenn die dann hier reingehen in das Ding von hier aus, dann müssen die den Park nochmal durchlaufen. Und kommen dann wieder an den Buden vorbei. Ne? Verstehst du? Ich mach mal den Klassiker mit Holz. Und ich mach mal einfach hier gerade. Normalerweise machst du hier wupp. Und dann steht hier, ab hier nur noch 7 Stunden. Ja, und dann geht das schon. Keine Kurve. Warte mal, kann ich eigentlich auch... Los, hopp, 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 hoch da, hoch da, keine Müdigkeit vorschützen. Ihr faulen Schweine, jetzt bewegt euch. Los, 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 los. Das ist kein Drill, das ist Ernstfall. Schön. Einmal hier, Neigung zu steil. Neigung zu steil, Neigung. Die Neigung ist nicht zu steil, das ist ein Problem in deiner Einstellung, mein Freund. Wer soll denn da warten? Mann. So, warte, 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 warte. Jetzt aber nochmal. Also ich will das schon so haben, ne? Schon nice. Anni, dankeschön. Vielen Dank, Anni. Warum sind jetzt 2 Balken? Säulen. Okay, Doppelsäule. Vielleicht haben wir ein paar gewichtige Zuschauer. Auch, ja, aber ich meine, Parkbesucher. So. Wir gucken mal, ja? Wir haben hier einen kleinen Knick drin, aber... Einen neuen Shop. Den würde ich hier machen, weil wenn die hier wieder rauskommen, dann brauchen wir da den neuen Shop. Und ich würde sagen, Food Shop, kandierte Äpfel Shop. Strukturmodul, Fertigbau, Food Shop, magische Miamis. Süß. Magische Miamis. Ah. Magst du einen magischen Miami? Okay, das hört sich falsch an, ja? Bitte steig nicht in meinen Van. Familien-Teenager Park Beyond. Drink Shop. Wir brauchen unbedingt viel zu trinken, damit die pinkeln gehen und das Klo muss dann auch wieder am Anfang des Parks sein. Hier gibt es noch ein paar Bänke. Hörsaalbank. Bänke ermöglichen es Besuchergruppen, sich auszuruhen oder ein Powernap zu machen, um neue Energie zu tanken. Oh, das ist gut. Und das hier ist was? Einrichtungsmodule. Softdrinkshop, Personalraum. Oh, ich habe mal Candida Äpfel schon. Ja, ich habe mal Candida Äpfel. Die lieben alle. Mache ich mal genau nebens Klo. So, ich mache das genau hier neben. Das ist eine gute Idee. Aber mal, brauche ich da keinen Weg? Kann ich nochmal aufnehmen eventuell? Verlagern? Unangenehm. Ach. Okay, das ist ein ungünstiger Winkel. Die einen sagen Winkel, die anderen sagen Stinkel. Ist im Grunde genommen ist es ja auch egal. Oh. Geht das hier? Hä, wie nice.
Okay, gut, er schwebt jetzt. Aus irgendeinem Grund. Aber das ist cool. Kann ich das ganze Ding verlagern? Jo, okay, das ist gut. Oh. Okay, warte. Wenn wir eine U-Bahn bauen, ist das bestimmt praktisch, aber ich... Oh Gott, ich mache hier alles kaputt. Okay, ich kann R drücken, dann rotiert es so. Oh Gott. Ah! Der Park ist bereit. Ja, warte, ich bin mir nicht so sicher. Ich habe Angst, was falsch zu machen. Ich meine, bis jetzt habe ich noch... Ich habe noch nichts. Ich, So, ein Schwebapfel. Und das ist direkt am Klo, das finde ich gut. Und auf der anderen Seite setzt das Spiel fort gleich. Ich würde noch ganz kurz einen Drinkshop machen. Auf die andere Seite vom Klo. Dann hast du alles beisammen. Also im Grunde genommen... Okay, warte. So ist es viel einfacher. Und wenn man hier rauskommt, kannst du nochmal schön alles machen, was du brauchst. Und theoretisch, ich habe eine Idee. Dann müssen wir uns nicht mehr um die Toilettenreinigung kümmern. Irgendwer wird schon dumm genug sein und fällt drauf rein. So. So, und das Schild, was mich... Das hat mich ja eh schon gestört, das Schild. Improvisiertes Holzschild. Kann ich das? Prima. Das macht sich viel besser am Getränkestand. Ich weiß, wie ihr seht, aber Getränke sollten cool und fresh sein und nicht die Toilette. Also Toilette natürlich auch, aber irgendwie ist das weird. So. So. Cool and fresh. Oder? Hier gibt's was für... Freunde natürlicher Zitronenlimonade. Da gehen Leute hin, die ihr Popcorn auch salzig essen. Was? Und jetzt, gut, hier kann man dann anstehen, dann kann man hier wieder rausgehen. Und dann würde ich sagen, wir öffnen den Park, ne? 40 Besucher lassen wir rein und wir gucken mal. Das sind die Gedanken der letzten 30 Tage. Das ist wie bei mir. Story of my life einfach. Das sind die Gedanken der letzten Tage. So, okay, wie sieht's aus? $0? Keine Ahnung. Das lohnt sich. Ich glaube, es lohnt sich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Das ist aber cool. Verlorene Besucher seit letzter Preisänderung. Das finde ich nice. Sowas zu haben, finde ich gut. Was haben wir hier? Objektfertigbau. Klonen. Als Objektfertigbau speichern. Das heißt, Leute können ihre Gebäude speichern und mit anderen Leuten teilen. Okay. Western Dachsims. Bemalte Holzdielen. Ja, alles sehr cool. Ich dachte, ich kann ihn hier öffnen. Setz das Spiel fort. Ach so. Ach so. Wenn du nicht warten oder den Lärm um dich herum ausblenden möchtest, du kannst das Spiel jederzeit pausieren oder schnell vorlaufen lassen. Hä, was ist denn das? Kommen da die Getränke raus? Hä? Oh, hier sieht wirklich spritzig aus. Okay. Cool. Guck mal, wie das blinkt. Cool and fresh. Also ganz ehrlich, wenn das kein Auge öffnet, das weiß ich nicht. Die Limo dreht sich. Der Apfel macht nix. Leute! Zugestiegen dabei sein. Herzlich willkommen. So, Ticketpreis 4,50. Ich habe heute mal günstiger gemacht, damit mehr Leute reinkommen. Musik hart abgerockt. Ich mach mal Hauch. Ich mach mal Karneval. Abenteuer voraus. Alien Chronik. Cloud-Geschäft. Nice. Hart abgerockt. Okay. Gut, lass die ersten 40 Besucher in den Park. Yo! Yo!
Was ist da? Jean Cunningham durchstreift den Park. Gehalt? Wieso weiß ich ihr Gehalt? Ist das nicht irgendwie da? Was haben die alle dabei? Warum haben die die haben alle Taschen dabei und die Haare gucken durchs Cap. Da kommt, jetzt kommt, ja, jetzt. Hahaha, die haben 10 Dollar ausgegeben. Hahaha, guckst du dir an. 10 Dollar ausgegeben einfach. Kann ich Kamera machen? Ach so. First Person. Ich schaue mir das mal ganz kurz an hier, ne? Besucher Clayton Bradley. Mhm. Clayton, was machst du jetzt? Wir gucken mal, wie Clayton auf den Park reagiert, ja? Da klebt ein Polizeiauto am Getränkestand. Ich weiß nicht, was das da macht. Ich habe keine Ahnung. Oh, ist so aufregend. Wo gehen wir denn zuerst hin? Ich würde sagen, zuerst einen kandierten Apfel. Komm, gönn dir. Ein Getränk. Toilette. Clayton ist eine langweilige Arschbacke. Was? Was? So war der. Jetzt gucken wir mal. Wir gucken mal. Oh, warte. Gronkh reacted auf Claytons Leben. Oh, wie langweilig. Oh, öde. Oh, Clayton. Wir schweben, glaube ich, über Clayton, ne? So, jetzt aber hier. Guck mal, die erste Fahrt. Zugestiegen dabei sein. Zugestiegen dabei sein. So, da geht's rein. Keine Warteschlangen. Nein! Ich wollte gucken. Ja, ich weiß. Sehen wir uns an, wer unseren Park betritt. Ich wollte doch. Mann! Being Clayton. Schnell. Wir sind ja Clayton. Being Clayton Bradley. Neuer Film. Okay, rein in den Clayton. Was gaten Clayton? Okay. Clayton nimmt die Kurven ziemlich zügig. Der biegt sehr zackig ab. Aber ist okay. Es ist okay. So lieben wir unseren Clayton. Und die gehen einfach nicht durch den Eingang, die gehen durchs Gitter. Clayton, geh bitte durch den Eingang. Nein, aua, aua. Okay. Wir müssen noch warten, bis hier genug Besuch. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich glaube, es geht los. Oh ja. Die Sicherheitsbügel haben sich geschlossen. Ich glaube, wir sind aber auf. Wir sind drauf, ne? Irgendwie. Ich glaube, wir sind auf dem Dach gerade. Clayton ist sehr groß. Bei der Schiffschaukel immer vorne oder hinten sitzen. Erste und letzte Reihe. Beides sehr gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh nein, jemand hat seinen Schlüssel vergessen. Er ist gerade runtergefallen. Oh nein. Kling, kloing, kloing, kling. Oh Gott, mit Überschlag. Geil. Ja, mit Überschlag. Oh Gott, ich kann da gar nicht hingucken. Oh Gott. Junge, Junge, Junge. Warum wird mir so ein Zusehen schlecht? Mir auch. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht. Du musst die Arme heben. Schlacker, Schlacker. Voll geil. Wie geht's, Clayton? Clayton, geht's dir gut? Junge, wie lange geht die Fahrt? Wie lange geht denn die Fahrt? Hör auf damit jetzt. Ich will nicht mehr. Ich will raus. Ich brauche danach erstmal. Ich muss mir danach erstmal auf eine Bank setzen. Aber wir haben noch keine Bank gebaut. Wir haben einfach noch keine Bank gebaut. Scheiße, ich glaube, wir sind gleich fertig. Wir müssen jetzt dringend erstmal irgendwo hin und eine Currywurst essen, eine überteuerte. Das ist wichtig. Oh, okay, bloß raus hier. Oh, bloß raus. Oh, Gott. Wo ist der Ausgang? Au, au. So, einmal durch die Gitter gehen. Wir gehen. Was mit ihm? Der hat sein Tupet verloren. Der hatte gerade noch volle Haare. Der sah aus wie ein Rockstar gerade noch. Nanü? Und er kriegt Sonnenbrand. Guck mal. Und seine Glatze reflektiert die Sonne auf uns. Wir müssen uns eincremen. Warte mal, geht er wieder zurück? Nee, ne? Clayton. Clayton hat Durst. Ich glaube, Clayton hat Durst. Okay, es ist cool, dass Besucher sich auch gegenseitig wegdrängeln können. Wenn der Park zu voll ist, hast du ein Problem, glaube ich. Warum riecht es hier nach Essen gerade? Das ist gemein. So, warte. Ich glaube, Clayton hat Hunger.
Boah, die Lusche. Was für eine Lusche. Der hätte sich ja ein bisschen hinsetzen und mal was essen können oder so. Was essen, was trinken. Da wird's auch wieder gehen mit der Übelkeit. Habe ich was falsch gemacht? Eingang ist da. Ausgang ist da. Aber Leute gehen da rein und dann haben die Schnauze voll. Ist das hier schuld? Nee, ne? Preis zu hoch? Ich habe den Preis nicht mehr geändert. Ausnahmsweise. Das Ding ist an. Also das Ding ist geöffnet. Preis ist super. Alles toll. Ich will natürlich, dass sie hier rumgehen und dann hier rein und dann da wieder rauskommen. Aber vielleicht wollen die das ja nicht. Eventuell. Ich guck mal, was passiert. Schotterweg ist nicht verbunden. Doch, hier ist doch sogar eine Bude. Also ich weiß, was du meinst, aber den selber angeknüpft. Hier ist sogar eine Bude. Also vielleicht müssten wir wirklich hier den Eingang machen und da den Ausgang, aber... Ich meine, momentan kommen die eh nicht wieder. Ne, wir müssten hier erstmal bauen können, das geht nicht. Warte mal, der Weg in die Richtung und der Weg... Nee, das ist doch egal, oder? Ja, das ist egal. Ich dachte schon. Okay, ja, verstehe ich nicht. Wenn ich jetzt sage, hier... Ich mach mal ganz billig, ja? Die wollten eh nicht rein. Los, Leute. Los, Leute. Los, Leute. Rein da. Maurice hat das heute auch einfach neu bauen oder woanders bauen. Da wurde eine Attraktion komplett ignoriert, ohne Grund. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Neue Besucher werden bestimmt sagen, oh, hart, da will ich rein. Wenn ich mal testweise jetzt sage, okay, $1. $1, Leute, komm. $1. $1. $1. $1. Oh Gott, ihr Idioten. Für $1 geht in euren Untergang. So, strahlendes Pendel. Glücksgefühl, sehr glücklich. Nicht mehr lange. Also merken, 4,50 dafür sind zu teuer. Aber $5 für da hinten ist okay. Da gehen alle rein für $5, aber für 4,50 hier will keiner rein. Ich habe eine Frage. Was passiert, wenn ich einen Park mache und ich habe ein Fahrgeschäft? Du musst durch das Fahrgeschäft, um an den nächsten Weg anzuknüpfen, um zu den anderen Attraktionen zu kommen. Oder wir haben, sag ich mal, 3, 4, 5 Fahrgeschäfte und die müssen alle und du kommst nur, wenn du über diese Fahrgeschäfte gehst, zu den anderen Dingern. Das müsste eigentlich gehen, oder? Scam. Ja, na gut, aber wir sind auf der Empfängerseite vom Scam. Dann ist es okay. Würd gerne mal wissen, ob das funktioniert. Okay, jetzt. Ach, guck. guck sie an. So, wähle eine Familie aus. Okay, ist keine Familie. Herr Perkins und Begleitung. Familie West. Huch! Nein! Ich wollte gucken, wie die loslegen. Hallo? Du hast den Park gesehen und den waldigen Standort. Mhm. Du weißt also genau, womit du es zu tun hast. Mhm. Du musst einen Plan entwickeln, um diese Investition profitabel zu machen. Izzy hat natürlich recht, aber dein Job dreht sich nicht um nackte Zahlen. Ach gut. Du bist für Ideen zuständig, genau wie ich. Und da sind Kreativität und Innovation gefragt. Mhm. Ideen, ja. Aber lass sie nicht zu abenteuerlich ausfallen. Burgen werden nämlich nicht auf Sand gebaut. Oh, aber Sandburgen sind etwas sehr Feines, Izzy. Der Nervenkitzel vor der nächsten Welle macht doch den Reiz erst aus. Nun, wenn wir diesen Park in den Sand setzen, wird das ein rechtlicher und finanzieller Albtraum. Schließlich steht Cloudstormer jetzt schon kurz vor dem katastrophalen Aus. Oh, spannend. Aber was Izzy damit sagen will, ist ganz einfach. Wen sollten wir mit diesem neuen Park an die Kassen locken? Alle? Wie, ich
Für Teenager? Nee, ganz ehrlich, Teenager pissen überall hin und machen alles kaputt und lassen alles liegen. Drogen, Kondome und Babys, die keiner haben will. Ist für Teenager, das ist nichts für Teenager. Familienerlebnis. Ich glaube, Familienerlebnis ist gut, weil da Erwachsene und Kinder abgezockt werden, gleichermaßen. Und vor allen Dingen quengelnde Kinder, die ihren Eltern allen möglichen Scheiß aus den Rippen leiern. Und die Eltern haben ja den Ausflug versprochen und müssen alles bezahlen. Ja? Ein Freizeitpark für Erwachsene. Da wird dann halt in jedem Busch gebumst. Das ist dann auch wieder, das ist dann immer, und da hast du auch überall Kondome rumliegen, Heroinspritzen, ja, und dann fangen die an, in deinem Park zu wohnen und so, das will man auch nicht. Ich glaube, Familien ist das Beste. Ich glaube, Familien ist das Beste. Ja. Steuererklärungen liegen überall rum, ja. Ja. Und Erwachsene sind wenn die ohne Kinder unterwegs sind, sind die zu vernünftig mit ihrem Geld, weißt du? Und wenn die Blagen quengeln, nee, ich will da rein, ich will da so, krieg noch ein Geld. Ja, und dann, ich glaube, das ist gut. So. In dieser Version von Park Beyond nicht verfügbar. Frech. Freche Info. Husch. Ja, gut, das, Ach, die anderen gehen alle. Teenager trinken beispielsweise gern zuckerhaltige Getränke, wie zum Beispiel Bier, und fahren mit spannenden Attraktionen. Erwachsene trinken gerne Kaffee und lassen sich kulinarisch verwöhnen. In Bier ist Zucker, wenn du Geld sparen willst, ja. Am Wochenende. Ja, ich wollte Familien abzocken, aber so darf ich halt nur Kinder abzocken. Kaffee und kulinarisch, ganz ehrlich, dann nehme ich Teenager auf jeden Fall. Wunderbar, Teenager, gute Wahl. Wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Bitte was? Lass dem Park lieber auch etwas Geld übrig. Das werden wir vielleicht brauchen, wenn unser Visionär vorhat, mehr als nur einen Limonadenstand und eine Toilette zu bauen. Das Forschungsteam kann ein paar neue Fahrgeschäfte für uns bauen, ja? Oh. Definitiv. Nur leider nicht hier. Sophia ist an der Ostküste beschäftigt. Aber vielleicht kann sie uns mit einem dieser originellen Ornithopter etwas vorbeischicken. Was? Diese Geräte nennt man jetzt Drohnen, Phil. Was schlägst du als Thema vor? Western-Freizeitparks. Oh, ich weiß, wie es euch geht, aber so Western-Freizeitparks. Ey, Gronkh, ich fühle mich mal beim spießigen Erwachsenenpark gedisst. Maurice, hallo! Aber es gab hoffentlich guten Kaffee. Ich hoffe, es gab einen guten Kaffee bei einer fröhlichen Steuererklärung. Naja, ich hab jetzt halt die dummen Teenager, ne? Will ich halt auch nicht haben. Ich weiß schon genau, wie der Park... Den besten Kaffee, dann komm ich zu deinem Freizeitpark, weil ich weiß genau, wie meiner aussehen wird. Zugemüllt, überall Graffitis, alles runtergeranzt, alles riecht nach Urin. Ja? Aber bei einem guten Kaffee. Okay. Ich weiß, wie es euch geht. Western-Freizeitparks. Ich finde Western-Freizeitparks voll langweilig. Ich wollte eigentlich auch die Familie abzocken. Sehr gut. Maurice. Ja, Familie abzocken. Sehr geil. Wir machen Koop. Schön. Okay, ganz kurz. Western finde ich mega lame. Sarkastische Hipster jeden Alters würde im Zuckerzauberland durchdrehen. Nicht verfügbar! Ich will aber Teenager mit Zuckerzauberland! Warum geht das denn nicht? Aber ich muss... Oh Mann! Science Fiction nicht verfügbar! Ich kann nur Western machen? Ich muss die Vollversion abwarten. Ich glaube, mein Pferd pfeift. Wer hätte gedacht, dass Sporen- und Westernhüte wieder in Mode kommen würden. Tun sie nicht! Schon nicht bei einem netten Familienausflug ins Zeitalter des Typhus reisen. Bist du mit dem Angriffsplan zufrieden? Nein! Oder willst du nochmal neu verhandeln? Auch nein! Weise eine positive Monatsbilanz vor. Jetzt haben wir mal einen Steuerberater. Besitze mindestens 2 rentable Fahrgeschäfte. Verfüge in deinem Park über 170 Besucher des Typs Teenager. Du erhältst ein Paket mit Objekten zum Thema Western. Okay, ja, ich mach mal, los geht's. Let's go. Na gut,
Wir werden alles Nötige vorbereiten. Ich hoffe, dir ist klar, dass mit diesem Projekt das Schicksal der Firma in deinen Händen liegt. Bind mich an eine Rakete und zünd die Lunte an. Wie aufregend. Dein allererster richtiger Freizeitpark. Ich erinnere mich noch an meinen ersten. In Bangkok. Nach dem Krieg. Hab ich gesagt Bangkok. Wisst ihr noch vorhin? Oder war es Singapur? Nein. Es war Cleveland. Oh. Es war im Bundesstaat New York, Phil. Das Kuriositätenkabinett deines Vaters. Sicher, dass es nicht der Thrillinator war? Ich erinnere mich noch, als ob es gestern war. Was war gestern? Montag. Und das war's für heute. Danke, dass ihr alle da wart. Und der Typ ist CEO? Der Typ ist der Geschäftsführer oder was macht der da in der Firma? Ich hab ehrlich gesagt Bedenken. Bau den Park für Teenager aus. Jede Besuchergruppe hat mehrere Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen. Glückliche Besucher verbringen mehr Zeit in einem Park und geben mehr Geld aus. Also lass uns dafür sorgen, dass immer genug Bänke da sind, auf denen die Besucher Energie tanken können. Diese Teenager, man kennt's. Diese Teenager sind immer müde und träge. Wenn sie sich morgens um 6 in die Schule schleppen. Völlig unmotiviert. Huch! Alle Besuchergruppen haben Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen, um sie glücklich zu stimmen. Ein Food- und Drinks-Angebot ist das wichtigste Bedürfnis deiner Besucher. Du kannst es durch den Bau der entsprechenden Shops erfüllen. Früher oder später werden deine Besucher auch eine Toilette aufsuchen müssen, um sich zu erleichtern. Herumzulaufen ist anstrengend. Du solltest Bänke aufstellen, auf denen sich deine Besucher niederlassen können, um Energy zu tanken oder Red Bull verkaufen. Können ich Energy Drinks vom Park verkaufen? Okay, wir stellen Bänke auf. Ja, wir haben noch keine Bänke. Waren die hier? Bänke und Mülleimer, alles klar. Wir brauchen eine Westernbank, Karrenbank. Ja, endlich, eine Western. Weißt du was, ich mache die bei den Essensständen, ja? So. Und dann hier noch eine bei der Toilette. Aber da kommt keiner vorbei. Eigentlich wäre es schön. Wäre schön, wenn die da sitzen könnten. Kann ich die hier sitzen lassen? So? Alter, wie die sofort da hingehen. Krass. Also da wo es Happa-Happa gibt, da kann man gut sitzen. Zum Beispiel in diesem fliegenden Apfel. Wenn wir die nämlich mit den Bänken hierher locken, dann sind die alle bei den Essens- und Getränkeständen. Und dann sitzt du die ganze Zeit und dann wehtst du die ganze Zeit drüber. Hier riecht's nach kandierten Äpfeln, hier riecht's nach Limo. Ja, und hier riecht's nach Cool and Fresh. Da ist an alle gedacht. Ich könnte hier welche machen. Wir probieren mal, ob wir da hinten noch... pass auf, ich mach mal hier. Teenager, Erwachsene und Familien mögen verschiedene Shops und Attraktionen. Im Idealfall sollte jede Zielgruppe in deinem Park eine Attraktion finden, die ihr gefällt. Du hast beschlossen, in erster Linie Teenager abzuzocken, also sollten wir als erstes für diese Zielgruppe bauen. Ja. Mach ich doch gerade mit meinen tollen Westernbänken. Holzbank. Ach. Karrenbank, Westernbank, naja. Ich würde gerne Souvenirshops. Diese Teenager, was brauchen die denn? Ein Western Softdrink Shop. Alter. Vor allen Dingen, die sollen was trinken? Die sollen doch nur was trinken. So ein Riesenhaus, okay. Dann mache ich hier so eins hin und dann mache ich noch einen Burgerladen hin. Kandierte Äpfel. Ich mache einen Kebab-Shop. Ja, geil, Kebab. Alter, was ist denn das? Ich will nur Kebab verkaufen. Haben wir Mülleimer eigentlich? Holzfassmülleimer. An die Bänke nochmal ein paar Mülleimer. Und hier. Ich glaube, aktuell lassen wir noch nichts fallen, ne? Ich sehe keinen Müll. Die lassen noch nichts fallen hier, oder? Ich glaube, der Park ist soweit sauber. Da passiert nichts mit dem Park. Ich glaube, da ist, das ist kein Müll, das ist Vogelfutter, Leute. Das sind sehr liebe Menschen hier. Hä, wie geil ist das denn? Hä, wie cool. Mit dem Wagen.
Okay. Mount Kebab. Aber die haben geöffnet, oder? Keiner geht hier hin. Keiner geht hier hin. Was machen die da? Die gehen da hin und gehen weg? Warum? Jetzt ist es zu teuer, oder was? Jetzt ist denen $5 zu teuer? Ich glaube wirklich, hier ist was broken, oder? Die Schlange ist zu lang. Ja, aber für $1 weniger stellen sie sich an, oder? Nee, offenbar nicht. Okay, na gut. Das ist ja eine Teenager-Bank hier, oder? Kann ich mal... Okay, warte. Eine Teenagerbank. So, aber weniger Sättigung. Und ein bisschen dunkler. Das ist aber moderner Western, Leute. Das ist moderner Western. Junge, was hier los ist. Ein Mülleimer reicht nicht, wa? Die schmeißen dann trotzdem alles weg. Wo waren die Mülleimer? Hier waren die Mülleimer. Was ist denn das? Welliger Mülleimer. Ich mache hier nochmal... Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir könnten hier auch noch rund... Was ist das denn hier überhaupt? Burgershop, da geht auch keine Sau hin, ne? Und hier ist jetzt voll. Es hat sich vorher niemand bei dem Ding angestellt, als wir den Eingang hier hatten. Ich meine, die stehen ja alle schon hier, ne? Haben die schon bezahlt? Nee, ne? Die bezahlen erst hier. Also erstmal auf 0 setzen, wenn die Schlange lang ist, dann auf $10 bauen. Also ich bin auch der Meinung, dass das hier, glaube ich, irgendwie ist hier... Die Kreuzung darf nicht so steil sein. Aha! So, gucken wir mal. Vielleicht geht's ja jetzt. Es war die ganze Zeit dieser verengte Weg. Es war die ganze Zeit diese Wegverengung. Die kam nicht über diese Wegverengung rüber. Die Parkbesucher, das ist auch... Ich meine, wer hier $10 Eintritt zahlt, klar, hier kommen die letzten Idioten. Hier $10 Eintritt zahlen für den Kack, weißt du, und dann hier aber nochmal weiter zahlen für die einzelnen Fahrten. Hier kommen nur Idioten her. Ich hätte aber gerne nochmal... Okay, warte. Okay, pass auf, ich will mal was probieren. Ich will mal was probieren. Nur mal testweise, Leute. Yay! Yeah! Keine Ahnung. So, ist geöffnet. $5. Weißt du was? Ich mach $2. Let's go. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Also das geht auch, dass die Leute... da fliegen die ein bisschen hoch, ne? Guck mal hier. Die fliegen ein bisschen. Teenager. Das sind diese Teenager, von denen man so viel hört. Wir können Attraktionen so bauen, dass sie quasi in andere Bereiche des Parks führen. Ich hoffe, es wird Einbahnstraßen geben, wo Leute nur in eine Richtung gehen dürfen. Dann kann man halt so geil die Leute umlenken, teilweise, dass die nie wieder rauskommen. Oder man kann die zwingen, in bestimmte Parkbereiche zu kommen. Okay, warte. Oh Gott. Oh, Alter. Uff.
Ist schon vorbei, die Fahrt? Die Fahrt ist schon vorbei. Oh oh, ist die Fahrt vorbei? Doch, die Fahrt ist vorbei. Du hast also das Gewinnziel erreicht. Oh, du weißt, was das heißt, nicht wahr? Wahrscheinlich hat die Buchhaltung einen Fehler gemacht. Ja, sicher. Neuer Zuschuss Fonds zur Entschädigung bei Bewegungskrankheit. Filtere im Fahrgeschäftmenü nach Teenagern. Okay. Ein Gyro-Spinner. Okay, ich beeil mich. So, okay, warte. Ich wollte nur nochmal die Attraktion sehen. Mit der neuen Attraktion, die Teenager begeistern wird, wäre es großartig, in der Nähe Shops zu bauen, die ihnen gefallen. Wenn Besucher Hunger oder Durst haben, suchen sie nach einem Shop in der Nähe, der ihnen gefällt. Ja, na klar. Das wissen wir ja doch. Okay, Ticketpreis. Ich mach mal $2, weil ich will mal gucken, wie das läuft. Warte. Alter, die Mucke. Geil. Wow. 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 Zugestiegen dabei sein, meine Damen und Herren. Wer will nochmal werden und ich? Ab 18 Uhr auch rückwärts. Einmal fahren, zweimal bereuen. Jetzt hier auf dem Cyber-Schalter. Oh Gott, was? Was macht das jetzt? Was? Nein, warum macht das jetzt sowas? Oh Gott, warum macht das sowas? Nein, nicht auf die andere Achse. Oh Gott. Boah, ich würde da auch gerne mitfahren. Heilige Scheiße. Ich muss mal wieder in den Freizeitpark. Boah, geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich fürchte, wir sind über unser 2-Stunden-Limit. Aber davon abgesehen, ich hoffe, das ist keiner böse. Davon abgesehen, ich würde gerne mit euch die Vollversion spielen. Und ich möchte gerne fiese Achterbahn bauen. Ich möchte gerne fiese Achterbahn bauen und ich möchte auch diese komischen Riesenräder bauen und so weiter. Alles, was wir im Trailer gesehen haben. Und dann möchte ich auch übergroße Schlangen komisch koordinieren. Ich möchte gucken, ob ich Menschen lenken kann. Ob ich die Menschenmassen so lenken kann, dass man wirklich die irgendwie in andere Parkbereiche kriegt und so. Das wäre voll geil. Was ich nicht möchte, ich möchte nicht unbedingt selber mit den Sachen fahren. Junge. Also es ist schon sehr geil. Ist schon sehr, sehr geil. Also wenn die Vollversion raus ist, ja, vielleicht, wir schauen nochmal rein. Wir schauen auf jeden Fall nochmal rein. Voll geil. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, also jetzt nochmal vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Und falls ihr auf YouTube kommt, tschüss.